Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare 2 Gameplay Commentary. Und zwar habe ich heute zwei Gameplays, weil die beide so kurz sind und es bescheuert gewesen wäre, jetzt hier ein 3-Minuten Video hochzuladen. Als erstes habe ich hier die Wunsch-Nuke mit der FAL. Hatten sich viele gewünscht und da hatte ich auch mal Bock drauf, weil das wirklich mal was ganz anderes ist. Die FAL, sollten die meisten ja kennen, ist eine halbautomatische Waffe und der Witz ist, je schneller man mit der schießt, desto ja, ungenauer wird man beim Aimen, also desto mehr geht diese Bewegung in den Stick über und desto ungenauer wird man. Deshalb muss man das alles so ein bisschen üben. Ich kann schon ziemlich schnell triggern, aber wenn es ist dann halt ein bisschen scheiße, wenn ja das Aim dann deshalb so suckt. Und ja, okay, es ist keine ganze FAL-Nuke, weil ich dann Double Kill mit der Semtex mache, aber ist doch auch im Endeffekt scheißegal. Ist Bolang auf Team Deathmatch auf Afghan war das hier. Harrier, AC und Nuke habe ich natürlich dabei. Und ja, schaut euch das an. Als zweites Gameplay habe ich eine Nuke, wo ich ja sozusagen meinem Team den Arsch rette und ich glaube bei 196 Herrschaftspunkten, also kurz bevor die Gegner gewinnen, die Nuke noch bekomme, seht ihr dann auch. Werde ich dann gleich wahrscheinlich nochmal kurz was zu sagen. Und ja, blödes Versteck hier gesucht. Jetzt kommen da gleich zwei Gegner runtergehopst, aber naja. Die kriege ich dann auch noch und dann war ich ein bisschen in Panik. Aber naja, so ist das halt. Ihr könnt diesmal wieder in die Kommentare schreiben, welche Waffen ihr euch als nächstes wünscht. Also schreibt einfach irgendwelche Waffen in die Kommentare. Aufsätze bitte nicht, die suche ich mir halt selber aus, weil ist klar, dass ich die MP5K mit thermalem Schnellfeuer nicht unbedingt spielen kann. Also schreibt mir einfach die Waffen rein, das ist manchmal schon schwer genug. Ich kümmere mich dann um die Aufsätze und alles so, ne? Okay, so viel dazu. Schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde es dann probieren. Mal sehen, ob es klappt. Als nächstes probiere ich wahrscheinlich Vector und MP5K. Ja, ich hatte im letzten Kommentar gesagt, dass ich so ein bisschen Probleme mit meinem Controller habe. Und zwar war das ja so, dass der sich so langsam bewegt und alles und so ein bisschen rumspastet. Und ja, jetzt habe ich meinen Ersatzcontroller genommen. Das ist ein weißer Controller, den hatte ich mir früher mal gekauft. Ich habe ihn gerade hier in der Hand. Da bewegt sich der rechte Stick so extrem schnell. Also, das ist auch voll das Scheißteil eigentlich, aber ja, muss man mit klarkommen und muss man sich auch dran gewöhnen. Also es ist total komisch, wenn man wirklich ein halbes Jahr oder so mit dem gleichen Controller gespielt hat und sich immer an den Stick gewöhnt hat, wie er sich bewegt und jetzt hier nicht wundern. Ich kill mich da jetzt selber, weil ich dachte, theoretisch könnte ich noch eine Double Nuke probieren, aber da hatte ich keinen Bock und hat dann den Nuke rausgehauen. Das heißt, ich drücke mir einen Kill selber rein. Aber naja, scheiß drauf. Ich drücke mir sogar zwei rein mit der Nuke. Und ja, mit dem Controller. Wenn man ein halbes Jahr mit dem Controller spielt, wo sich der Stick so langsam bewegt, wie man es halt kennt. Und dann auf einmal einen anderen hat, wo sich der Stick extrem schnell bewegt, dann ist das schon ziemlich komisch und das ist eine ziemliche Umgewöhnung und man muss halt probieren, sich dran zu gewöhnen und das ist gar nicht so einfach eigentlich. Ich habe mich jetzt langsam dran gewöhnt, aber da kann ich mich jetzt schon mal bedanken. Ein Abonnent schenkt mir einen Controller. Das ist der, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, der Kevin. Ich hatte mit dem so ein bisschen bei Facebook geschrieben, weil ich einen anderen Controller antesten wollte und da meinte er, er hätte noch ein paar Controller da, die halt noch original verpackt sind und da will er mir einen von schenken. Also richtig, richtig geil von dir. Ich hoffe, du heißt Kevin. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verwechselt. Wenn doch, dann schreib es bitte in die Kommentare. Aber auf jeden Fall ein dickes, dickes Danke dafür, dass mir dann erstmal mit dem Controller ausgeholfen werden kann, weil ich werde mir irgendwann einen SCUF-Controller holen, wahrscheinlich, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen, bis ich halt wieder Asche habe und naja, bis dahin auf jeden Fall richtig geil, dass du mir den Controller schenkst. Dickes, dickes Danke dafür. Noch ein großes Danke, muss ich hier einfach mal sagen, ist der Malte. Der will mir Halo 4 schenken. Das ist, also wenn es rauskommt, das ist total geil. Ich weiß gar nicht, womit ich eigentlich sowas verdient habe, aber auf jeden Fall richtig geil von euch. Und da hatte ich letztens, als ich das von den beiden gehört habe, hatte ich so gute Laune und da ist mir eigentlich eingefallen, ich habe doch total die geilen Abonnenten eigentlich. Weil ich habe eigentlich nie Abonnenten, die irgendwie rumstressen, die irgendeinen Scheiß in die Kommentare schreiben. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich meine Kommentare lese und auch die Nachrichten oder so, da kommt nie irgendein Scheiß. Und deshalb werde ich jetzt bald ein einstündiges Commentary machen. Also 1 Stunde, nicht live, sondern ganz normales einstündiges Commentary. Werde ich mir dann noch die besten Gameplays für zusammensuchen. Nein, nicht die besten, aber schon viele Gameplays werden das werden. Also 7, 8 Stück bestimmt, denke ich mal. Hauptsächlich MW2, ein MW3 Gameplay auch, ein bisschen Battlefield wahrscheinlich auch.
Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Auf Facebook hatten bisher alle Bock darauf. Schien zumindest so. Und ich denke, das war auch so. Aber es ist ein bisschen das Problem, eine Stunde durchzulabern. Ich werde natürlich so ein bisschen meine Zeit haben, in der ich halt mich so bedanke und alles. Aber trotzdem, ich brauche irgendwelche Themen, irgendwas, über das ich reden kann. Ein bisschen was habe ich, aber das reicht nicht für eine Stunde. Deshalb schreibt mir bitte mal Sachen in die Kommentare, die ihr wisst. Oder irgendwelche Ideen, die ihr habt für Themen, die ich dann in diesem 1-Stunden-Commentary nehmen kann. Das würde mich wirklich freuen. Und dann werde ich das, denke ich mal, jetzt auch die Tage aufnehmen und dann auch die Tage hochladen. Ein Abo-Special wird es so nicht geben. Das ist ja eigentlich auch schon so ein kleines Special, aber für eine bestimmte Abonnentenzahl wird es erstmal keins geben, sondern bei 5000 Abonnenten, da wird es eine Montage zumindest geben. Ich bin deshalb noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir die editieren lasse von Pornflex, den würde ich da wahrscheinlich fragen, oder ob ich da so einen Editing-Contest machen würde. Dass ich halt euch editieren lasse und dann die besten 5 oder so hochlade. Das wäre eigentlich auch eine ganz gute Idee, aber ich bin so ein bisschen am Überlegen. Aber ich, ja, ich weiß nicht wirklich, weil ich habe schon gute Clips bisher. Und ich will, dass die gut editiert werden, weil ich habe keinen Bock, dass dann am Ende irgendwie so halbfertige Scheißmontagen da rauskommen. Und ja, ich denke, deshalb werde ich es wahrscheinlich doch eher vom Pornflex machen lassen. Aber das wird sich dann zeigen und, ja, hier mit dem letzten dicken Kaliber aus der AC hole ich dann hier die Nuke. Schaut es euch an. 150 zu 196 Herrschaftspunkten. Da habe ich also meinem Drecksteam nochmal den Arsch gerettet. Ich glaube, da waren noch Abonnenten in der Lobby, die mich irgendwie angeschrieben hatten oder so. Und ja, der Host quittet natürlich, weil er schlecht ist und behindert. Aber naja, wenn man nichts kann, dann soll man das Spiel auch nicht spielen. Das sage ich sehr oft. Wie gesagt, schreibt mir Waffen für die nächsten Wunsch-Nukes in die Kommentare. Dann schreibt mir bitte noch Themen für das einstündige Commentary in die Kommentare. Und ich würde sagen, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao.